Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf trigonometrische Grundgleichungen zurück. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Deren Auflösungen werden im Tutorial D5.029 im Detail erklärt. In unserer Gleichung hier machen wir zuerst diese beiden Brüche gleichnamig, das heißt, wir setzen beide auf Cosinus von x, erkennen dann im Zähler 1 minus Cosinus Quadrat und das ist durch die Grundformel der Trigonometrie dasselbe wie Sinus Quadrat von x. Somit können wir hier Sinus von x ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann noch Sin x auf Cos x minus 1. Und Sin x auf Cos x, das ist der Tangens von x. Somit stoßen wir also auf ein Null-Produkt. Das Produkt von zwei Faktoren ist 0, dann und genau dann, wenn der erste Faktor 0 ist oder wenn der zweite Faktor 0 ist. Und somit stoßen wir also auf diese zwei Fälle. Schauen wir den ersten Fall. Sinus von x gleich 0 kann sofort geschrieben werden in die Form Sinus von x gleich Sinus von 0, weil der Sinus von 0 ja 0 ist. Somit haben wir hier die Grundgleichung Sin gleich Sin, deren Lösungen so geschrieben werden. Wir brauchen diese Formeln aber in diesem einfachen Fall hier nicht, denn im trigonometrischen Kreis erkennen wir sofort, dass der Sinus von x gleich 0 ist, immer nur da, da, da und so weiter. Das heißt, wenn x gleich zu k mal pi ist, wo k eine ganze Zahl darstellt. Jetzt schauen wir den zweiten Fall. Auch diesen Fall können wir sehr schnell auf eine Grundformel zurückführen, denn 1 ist dasselbe wie Tangens von Pi Viertel. Somit haben wir die Grundgleichung Tangens gleich Tangens, deren Auflösungen so aussehen. Wir deuten, Tangens vom ersten Winkel ist Tangens vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist zum zweiten Winkel, plus k mal pi, wo k eine ganze Zahl bezeichnet. Diese Lösungen übertragen wir auf unsere Grundgleichung, somit finden wir also, dass x pi Viertel plus k mal pi sein muss. Die Lösungen dieser Gleichung stehen also hier. Diese Lösungen zeichnen wir im trigonometrischen Kreis ein, um zu sehen, ob man sie noch kürzer fassen kann als so. Nein, kann man nicht. Also tragen wir diese Lösungen in die Lösungsmenge ein und vergessen nicht zu vermerken, dass k eine ganze Zahl sein muss. Somit ist unsere Übung beendet.